Hallo ihr Lieben, also ich bin ja echt ein Dusel, ganz ehrlich. Rosemarie hat mir ja letzte Woche geschrieben, nach dem Action-Hall-Video, wo ich gesagt habe, ich suche jetzt die großen Kerzen, ne? Da hat sie mir ja geschrieben ein paar Tage später, ich schicke dir welche, ich habe welche da. Und dann hat sie geschrieben, als sie die Pakete, die, deswegen sage ich, ich bin ein Dusel, Pakete losgeschickt hat, Freitag glaube ich, hat sie geschrieben, die Pakete sind unterwegs, sind zwei. Als gestern das eine Paket da war, habe ich mich so tierisch gefreut. Ich habe es voll vergessen, dass es zwei Pakete sind. Es war gestern nur eine angekommen. Jetzt ist der zweite da. Hier. Und ich denke mal, wenn schon, denn schon, machen wir das zweite auch zusammen auf. Und gucken, was drin ist. Und ich sehe gerade, es sind noch mehr Nudeln. Und Rosmarie hat mir geschrieben vorhin, in die Kommentare, dass das bei denen auf einem Hühnerhof selbst gemacht werden, die Nudeln, ne? Bei ihr irgendwo in der Gegend. Und da kauft sie sich häufiger. Und jetzt hat sie mir hier vier Pakete verschiedene Nudeln. Also wir sind jetzt mit Nudeln für die nächsten Wochen gut ausgestattet, Schatzi, ne? Hier, guckt euch das an. Die Suppennudeln für die Hühnersuppe, die wir so gerne essen. Dann sind hier so diese Kringelchen. Bandnudeln und noch so dreifarbige Bandnudeln. Also ich freue Alles mich. 500 Gramm. Ja, ich freue mich. Und es ist doch tatsächlich noch was drin. Oh, ich bin begeistert. Guckt euch das an. Einmal die kleine Kugel. Dann eine Nummer Die größer. leuchtet nicht, die braucht Batterien. Ach so, da sind keine Batterien Nee. noch. Ja, das ist eine Nummer größer und noch eine Nummer größer. Das ist wie ein Schneemann. Ah, das ist Kann so man die auch schön. aufeinander stellen? Nein, kannst du nicht. Doch, geht bestimmt. Nein, jetzt Oh, kann man experimentiert sie es mit. aufeinander stapeln. Versucht sie aufeinander zu stapeln. Die kann man zusammendrücken. Da kann man so ein Dings. Nein, kann man nicht. Doch, die kann man hier so drücken und dann so. Du, einfach nur den Dickschädel jetzt versuchen durchzusetzen. Nein, man balanciert das. Es funktioniert. Gib her. Such lieber Batterien, die stellen wir im Flur hin, die Dinger, dann ist es auch. Die kann man zusammenkleben mit Klebeband, so durchsichtig. Und dann stehen wir den Schneemann aufeinander und kriegt er noch eine Mütze. Und Die ist Augen und doof Nase. gerade. Die ist gerade doof. Hier, die Dinger waren auch noch mit drinnen. Aber das ist so schön. Vielen lieben Dank, liebe Rosmarie. Das hat uns richtig ganz dolle gefreut. Nudeln braucht man immer. Also das ist echt sehr schön. Und das sind handgemachte Nudeln. Also auf dem Hühnerhof, sagt sie. Also das ist super, ne? Mehr Bio geht nicht. Ich freue mich richtig. Vielen, vielen, vielen Dank. So, und jetzt machen wir ein bisschen Haushalt und dann gibt's Essen. Was essen wir heute? Was kochen wir heute? Ich habe gerade vorhin gesagt, mach die Mikrowelle aus. Die piept gerade so nervtötend, das Ole Ding. Ich habe Hackfleisch aufgetaut. Irgendwas mit Hackfleisch und Bohnen. Grünen Bohnen. Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Ich dann in der dachte Küche gerade grüne stehen. Bohnen. So, ich bin jetzt in der Küche und mache Nachtisch. Es ist noch nicht Zeit fürs Abendessen. Aber Nachtisch muss ja ein bisschen früher gemacht werden, im Kühlschrank und so, ne? Und zwar habe ich mir wieder was hier ausgedacht mit Quark und Obst und Biskuitboden. Ich habe jetzt hier eine Dose Mandarinen und eine Dose Pfirsiche. Und die müssen ein bisschen geschreddert werden, ne? Deswegen packe ich jetzt die Pfirsiche als erstes in den Nicer Dicer Twist. Und in meinen Mund. Und mach die kaputt. Wunderbar. Soll ich noch welche für Dekoration für oben drauf lassen? Oder machst du mir Mandarinen ein paar davon? Nee, du machst. Isabel pult gerade frische Mandarinen für dich ab. Ich glaube nicht, dass ich welche davon abbekomme. So, die Pfirsiche sind jetzt klein und ich packe jetzt einfach Quark rein
nehme zwei Packungen Quark gleich und kurz verrühren. Und jetzt kommt Zucker. Komm! Meine Güte, das ist ja nicht zu viel, sonst ja, wird das zu süß. Wir haben ja Obst drinnen. Und die Mandarinen. Das ist einfach alles. Mehr brauchen wir nicht. Ich überlege gerade noch, die Creme leicht ist nicht mehr viel. Einfach den Rest löffel ich noch raus. Kommt mit rein. Ein Esslöffel ist zu wenig. Und nochmal kurz alles durchrühren. Und das war es dann auch. Mehr ist das nicht. So sieht es jetzt aus. Und jetzt geht es mit den Schichten los. Und zwar nehme ich jetzt den Biskuitboden. Die sind immer so doof zugemacht, das geht nicht richtig drauf. Gekauft hat, der muss jetzt weg. Jetzt krümeln wir das Ganze einfach mal in die Schüssel. Das ist jetzt eine Schicht und dann kommt eine Schicht Quark drüber. Und dann krümeln wir wieder. Wieder Quark. Ist das lecker? So einfach und so lecker. Okay, jetzt ist hier Schweinekram. Überall voll gekrümelt. Ist aber egal, machen wir gleich weg. Und jetzt kommt einfach nur noch die geriebene Schokolade drüber. Wir haben jetzt diese Schokolade genommen. Was davon nicht gerieben wird, wird aufgegessen. Ja, ein paar Stückchen von der Schokolade einfach mal drüber reiben. Und so sieht es aus. Unser Nachtisch. In 5 Minuten fertig gemacht. Jetzt wandert er in den Kühlschrank. So, jetzt geht's los mit dem Abendessen. Ich habe jetzt hier einen Topf. Da gebe ich ein bisschen Öl rein. Ja, und mache schon mal an. Ich mache jetzt zu den Nudeln von der lieben Rosmarie. Die werden heute gekocht. Ich freue mich schon drauf. Eine Hackfleisch-Bohnenpfanne, weil ich hier noch welche im Kühlschrank hatte. Ne? Die habe ich jetzt klein geschnitten. Hier ist, keine Ahnung, halbes Kilo vielleicht, wenn es hochkommt, Hackfleisch. Und dann kommt einfach nur noch eine Zwiebel, ein bisschen Möhre, ein bisschen Chili, ich werde nicht die ganze nehmen, und ein paar Zehen Knoblauch rein. Mehr auch nicht. Ja, und jetzt wird das Ganze einfach mal geschnitten. Ich werde jetzt die Zwiebel per Hand so klein wie möglich schneiden, wegen die Kinder. Und die Möhre werde ich einfach mal reiben. Ja, und den Rest hier mit dem, weißt du das, ich brauche unbedingt einen neuen Behälter. Muss ich mal nachgucken. Gibt die irgendwie als Ersatzteile oder sowas? Gib mal den Schäler. Zum Nachkaufen. Ich habe dir den Schäler doch schon hingelegt. Isabel schneidet gerade Salat noch dazu und wir machen gleich noch zusammen die Salatsoße fertig, wenn das Essen schon in Arbeit ist. Ja, die Zwiebel einfach so klein wie möglich schnippeln, dabei weinen unbedingt. So, das Öl ist jetzt heiß, also wandert das Hackfleisch rein. So, das Hackfleisch brutzel ich kurz an. Das geht schnell und gebe jetzt gleich auch die Zwiebeln schon mal rein. Eigentlich geht das relativ schnell, das Ganze hier. Ja, ich reibe jetzt die Möhre. Hinter mir ist Chaos nur gerade, aber der Geschirrspüler läuft momentan, das heißt, ich kann da nichts einräumen. Also stapelt sich alles in der Spüle, das ganz dreckige Geschirr. So, die Möhre, die packe ich jetzt auch mit rein. Und
und schneide Knoblauch vor für den weißen Dicer. Und die Chili auch. Ich nehme aber nur eine halbe dafür. Das wird sonst zu scharf. Und jetzt kommt das Ganze einfach mal durch den Dicer. So, das ist jetzt fertig geschnitten. Also schneiden müssen wir auch nichts mehr. Also können wir das Ganze zur Seite schieben. Jetzt überlege ich, mache ich der Tomatenmark oder kein Tomatenmark rein. So, ich gebe jetzt Tomatenmark rein. Habe ich mich entschieden, dass ich das mit Tomatenmark mache. So, ein bisschen Tomatenmark. Umrühren. Ja, und das ist eigentlich fast schon alles. Jetzt kommen die Bohnen rein. Und Wasser. So, und das Ganze muss noch gewürzt werden. Achso, genau. Die kommen natürlich auch. Ja, Knoblauch und Chili auch mit rein. Dann Salz natürlich. Salz nicht vergessen. Ich schmeiß weg. Ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Dill. Und Majoran machen wir mal rein. Und jetzt lasse ich das Ganze einfach mal fertig kochen. Und dann ist die Soße auch schon. Ja, mir passiert hier nicht, außer ein bisschen andicken. Nachher, wenn das alles durch ist. Und ich stelle jetzt noch das Wasser für die Nudeln auf. Hier muss ein Deckel drauf. Mehr passiert hier nicht. So, ihr Lieben, ich habe euch schon mehrmals gezeigt, aber heute nochmal, denke ich mal. Ich mache jetzt Dressing für Salat. Also ich habe, Isabel hat Salat geschnitten, ganz normalen gemischten Salat. Und ich mache mein Joghurt-Dressing und jetzt kommt mein Becher, denke ich mal, vielleicht zwei, mal gucken. Das ist ja, so lange hält er sich leider nicht im Kühlschrank. Ne? Und den esse eigentlich nur ich. Isi will heute probieren, mal gucken, was die sagt. Dann habe ich jetzt Creme Leicht. Letztes Mal habe ich mit Buttermilch gemacht. Diesmal nehme ich das hier. Einen halben Becher nehme ich. Dann brauchen wir ein bisschen Senf. So ein halbes. Wer Senf mag, darf natürlich gerne mehr davon nehmen. Ein bisschen Öl. Wirklich nur ein paar Tröpfchen. Zitronensaft ist wichtig. Brauchen wir auf jeden Fall ein bisschen Zitronensaft. Umrühren hier die Soße. Und dann mache ich einfach Folgendes diesmal. Letztes Mal habe ich das nicht gemacht. Ich nehme diesen Kräuterquark-Gewürz rein, ein bisschen, so ein Teelöffel. Das haben wir jetzt alles drin, ich kann es euch kurz vorlesen. Knoblauch, Zwiebeln, Meersalz, Basilikum, Petersilie, Dill, Schnittlauch und Oregano. Und dann habe ich hier noch gefrorenen Dill. Davon nehme ich ein bisschen auch rein. Und ich nehme ein klein bisschen Tomaten. Also ich habe letztes Ketchup genommen. Jetzt mache ich ein bisschen, wirklich nur ein bisschen Tomatenmark. Und natürlich Salz und Pfeffer nicht vergessen.
Salz. Pfeffer. Und umrühren. Ja, und fertig ist unser Dressing für den Salat. Und der wartet jetzt einfach im Kühlschrank auf seinen Einsatz. So, hier geht es jetzt weiter mit der Soße. Und zwar gebe ich jetzt, hier ist nur ein bisschen Rest, ne? Ich kratze das einfach mal aus. Frischkäsekräuter. Okay. Dann ein bisschen was von dem, achso, eigentlich alles, Creme Leicht, ein halber Becher ist das jetzt, und ich habe jetzt hier den hier, das ist ein Schmelzkäse, Tomate, Basilikum. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen was davon rein. Und das wird jetzt einfach mal alles eingerührt. Probiere mal ein bisschen, ob genug Salz drin ist. Salz ist genug. Ja, und das lasse ich jetzt noch ein bisschen kochen, köcheln. Und gucke, ob ich das noch andicken muss oder nicht. Könnte sein, aber das ist dann auch schnell erledigt. Ja, die Hitze auf jeden Fall runter. Ich habe jetzt auf 5 und blubbern lassen. So, ihr Lieben, jetzt ist es ein bisschen lauter. Ich habe die Abzugshaube angemacht. Die Nudeln sind schon im Wasser. Aber wir müssen die Soße ein bisschen andicken. Wir müssen die Soße jetzt ein bisschen andicken. Also nehme ich 1, 2 Esslöffel nicht ganz volle Mehl. Und ein bisschen Wasser. Und das Ganze verrühre ich. Und gebe langsam in die Soße rein. Wahrscheinlich nicht mal alles, sondern nur ein bisschen. Ja, und die Soße wird schon sämiger. Ja, und jetzt eigentlich auch schon fertig. Ein bisschen noch runterdrehen und kurz noch blubbern lassen. Fertig. So sieht es aus, wenn es auf dem Teller ist. Genauso wie hier die fertige Salatsauce, ne? So, ihr Lieben. Ja, das Essen ist fertig. Die Familie ist zu Hause. Wir werden jetzt einfach mal essen. Danach muss ich dieses Chaos hier aufräumen. Ja, Nachtisch nicht vergessen, dass wir noch Nachtisch haben. Den vergessen wir auf dem Kühlschrank. Muss ich gleich rausholen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Abonnieren, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Ja, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.